Der erste Tag Donnerstag, ich sag's euch ehrlich, hier brennt die Luft. Alles, was das Herz begehrt. Geile Musik, super Autos, super Motorräder, der Traxxer rennt und eine Riesenstimmung. Kommt alle nach Hardenholm, ihr werdet es nicht bereuen. So, jetzt Gott sei Dank endlich grünes Licht. Ja, der gibt ganz schön Socke, der Kollege da vorne. Aber ihr seht es an den Schlangen hier, was hier los ist um Hardenholm herum. Es ist gigantisch, galaktisch, kann man schon sagen. Aber ich werde noch ein bisschen mehr darüber berichten heute. So, jetzt sind wir wieder auf dem eigentlichen Gelände. Sebastian fährt immer vor und gleich lernen wir mal Jörg kennen, der mir dann auch den Parkplatz zuteilt. Es ist einfach gewaltig, was hier abgeht. Ja, die ganze Organisation, das ist mit das Wichtigste. So, jetzt sind wir hinter dem VIP-Bereich, da eben halt, wo die ganzen Prominenten alle eintrudeln. Und dann kriege ich jetzt hier mal einen Platz angewiesen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Das ist der Wahnsinn. Ja, also, wir tun unser Bestes. Ich habe dich mal ein bisschen verfolgt. Du bist ja ganz schön flott unterwegs auch mit dem Apparat, ne? Wahnsinn. Man gibt sein Bestes, ne? Der geht auch gut, ne? Okay, vielen herzlichen Dank nochmal. Gerne. Ich denke, ihr sollt arbeiten, Jungs! Egon, kann ja keiner so viel machen wie du, verdammt. Ja. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Also, ich mach mal so einen kleinen Bericht, was hier alles los ist. Am ersten Tag, die ganze Straße, alles versperrt, aber super. Wo findet man dich überall, Leute? Dezibelbühne, Late Night Show, um 10:30 heute, morgen 11:30 und natürlich auf dem Kesseldrom, wenn die großen Bands anfangen. Powerman! Ja, yeah! So, und die Jungs, die sorgen hier richtig für Ordnung und natürlich auch ein kräftiges Bild dabei. Ja, und es sieht gut aus, ne? Die Ränge füllen sich langsam, ne? Ja. Und ihr müsst hier für Ordnung sorgen, ne? Genau. Unter anderem. Das ist auch vernünftig. Unter anderem. Das ist ja wohl der Hammer. Der VIP-Platz, der absolut kostbarste Platz hier für den Altmeister. Keine Scheiße! Ich weiß ja, dass es geil wäre, Zugaben zu geben, aber wir können ja nicht, denn wir müssen umbauen auf die Elbrebellen. Und wir haben ein Meet and Greet mit den Jungs um 8 Uhr am Radio Bob Stand. Ich weiß gar nicht, wo sind wir genau? Es ist ein wunderschöner Tag. Bis gleich. In die Schrauberlounge von Snicker. Konzeption. Ah, die Stimmung ist natürlich großartig und jetzt rollen natürlich die richtigen Renntraxxer an den Start. Und der nächste Start, ein altes Fahrzeug gegen ein modernes Fahrzeug. Natürlich hier, der BMW macht natürlich klar den Oldie richtig satt. Und natürlich geht es auch wieder hier zur Sache, richtig. Traxxer Race Pur. Das nächste Rennen wird natürlich ein extrem hartes Rennen. Top View Traxxer hier jetzt am Start. Riesige V8 Motoren brüllen gleich. Brennt natürlich das Nitrometall im Auspuff. Einmal eine richtig heiß gemachte Kiste, allerdings Frontantrieb. Da kommt man nicht so richtig in die Götze. Aber das Publikum ist begeistert. Ja, das wird eine Testfahrt jetzt für Andy Feldmann mit seinem selbst gebauten Fahrzeug, wo er natürlich versucht jetzt extrem gute Zeit. Wir sind gespannt. Und da geht er ab.
läuft es natürlich nicht besonders leider. Ja, heiße Geräte sieht man hier jetzt. Und da hinten macht Holgi sie fertig. Er hat sich wohl einen Gegner herausgesucht, der wahrscheinlich nicht so leicht zu schlagen ist. Ja, er macht nochmal seine Reitenbahn. Oder er fährt nochmal einmal ganz kurz zur Parade. Holgi ist vor. Ja, das ist einfach so eine Demo-Runde einmal zu zeigen, dass das Auto läuft. Ja, so langsam füllt sich hier die Arena. Ja, die Bands werden ja auch heute Abend alle live spielen. Ein interessanter erster Tag. Das ist der Hammer, wie es hier abgeht. Unglaublich, wie viele Menschen heute am Donnerstag schon dabei sind. Natürlich an der Draxler-Strecke, da trifft man sich und da brüllen die Motoren. Also, Holgi steht schon am Start. Jetzt weiß ich aber nicht, gibt das jetzt hier ein Trainingsrennen oder was passiert da? Ja, gewaltig viele Leute hier. Ich frage einfach mal hier, letztes Jahr auch dabei gewesen? Hallo, leider nein. Und wie kommt es, dass ihr dieses Jahr dabei seid? Ja Mensch, Ingo, du hast doch gepostet auf Facebook, wie verrückt. Hat der es gelesen? Super, ja. Werbung, ja, prima, da freue ich mich natürlich. Ja, dann wünsche ich noch viel Spaß. Danke, ja. Sag mal, darf man euch mal fragen, wie das schmeckt, das Teil, bevor ich mir das kaufe? Gut. Kann man empfehlen? Ja. Okay, Barbarenspiel. Lassen uns nicht mehr verbieten, wir sind und sterben. Was es wert ist, geht unseren eigenen Weg. Auch wenn die Welt in Flammen steht, dann habe ich dich. Erzähl mal, was ist das für eine Bühne? Ja, das ist hier die Dezibel-Bühne. Da mache ich meine Late-Night-Show 23:30 und am Samstag ist der gute Egon Müller mit in der Late-Night-Show. Verkleide mich aber als Egon Müller. Und dann werden wir sehen, kleinen Rückblick aufs Werner-Rennen 2019. Wird eine fette Nummer. Super. Cool. Wir sehen uns dann. Es ist so ein kleines Land. Getriebe der großen Maschine, das nichts zu sagen hat. Das wird so funktionieren. Und du weißt, dass du selbst die Maschine bist. Niemand ist da, der größer und wichtiger ist, als du es bist. Dass niemand hier weiß, welcher Weg der Deine ist. Das hast nur du allein mit du willst. Das ist ja der Hammer, wie der driftet! Die Felge war! Wahnsinn! Alles nicht gedreht! Und da kommt er! Jawohl! Und einer ist natürlich begeistert, wenn er sowas sieht. Motorsport ist sein Herz. Motorsport! Das ist das, was dein Herz höher schlagen lässt. Hallo! Genau. Mann, Ego, was machst du hier denn? Hi! Das riecht ja nach Reifen.
Freitag. Geil, die Mütze. Ich kann auch mal ein bisschen putzen. Du bist ganz ein Stolzer auf dich. Du bist großartig. Du bist großartig. So wie du bist. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns wirklich jetzt von Tag 1 in Hartenholm auf dem Wernerrennen 2019.